Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs mit Köln und haben da letztes Mal geschaut, ob das alles gut läuft. Haben, glaube ich, Häuschen geguckt, die waren alle durch, da sind wir durch. Jetzt müssten wir eigentlich wieder anfangen zu schauen, dass wir hier. Nee, das war falsch, Linienverwaltung. Wir wollten hier hin und müssen gucken, wo Bushaltestellen volllaufen. Das war unser Ziel, ne? Da gucken wir doch mal nach dem Intro rein und wartende Gäste werden wir dann mal in Betracht ziehen, ob die hier nicht zu viel sind. In Neubrandenburg zum Beispiel müssen wir dann gucken. Ich sage nach dem Intro, gucken wir genauer. So, 44 Bad Mergentheim, 29 Bad Mergentheim, 15 Achim, alles geht nach Norden, bis hier auf die letzten 5, die gehen weg hier nach unten. Aber wir sind jetzt gerade nicht in Neubrandenburg hier. Da unten fährt gerade ein Zug weg, okay, deswegen sind da unten hin nicht so viele da, aber hier oben passt ja irgendwas nicht, oder? Aber wir haben doch da schon ein paar Züge drauf, meine ich, ne? Aber die fahren wahrscheinlich alle gerade so hintereinander her, ne? Kann das sein, weil die da so einen Stau hatten, ne? Oder stehen die sogar? Nee, da rollt noch alles. Aber ich glaube, es macht jetzt schon Sinn, bevor da nämlich was schief geht, setzen wir gerade mal hier noch ein paar Signale hin, oder? Ich glaube, das ist nicht verkehrt, hier noch das ein oder andere Signal zu haben. Damit die weiterfahren können. Weil da sind ja jetzt ein paar Züge mehr drauf, ne? Später ist das bestimmt nicht so gut, aber jetzt ist es erstmal gut. Da war keine Ausweiche mehr, genau. Die haben wir, die haben wir. Hier unten auf der langen Strecke, da fehlt es auch an Ausweichen. Das ist es. Da müssen wir noch eine auf jeden Fall bauen. Okay, die lassen wir mal so, weil die so klein ist. Aber hier kann definitiv auch noch was hin. So, das passt schon, aber ja, eigentlich müssten wir ja auch noch was machen. Aber das ist sowieso hier so ein komisches Ding. Da müssen wir mal gleich dran arbeiten. Aber bevor wir da weitermachen, müssen wir erst hier, muss unbedingt noch was zwischen. Da ist nämlich zu lang. Das weg, das her. Ja, das klappt gut, ne? Weiß nicht, warum der da immer unten hin will. Und jetzt muss er natürlich auch noch nach oben machen, ne? Ist klar. Mal erstmal so. Jetzt müssen wir da wieder was wegreißen. So sieht's besser aus, oder? Signale dahin. Und da kommt auch noch eins hin, genauso wie da eins hinkommt. So passt's. Da ist jetzt ganz gut. Und hier müssen wir noch mal ändern. Das sieht total wurstelig aus, ne? Das lass offen. Das mach zu. Und das hier. Ah, da brauchen wir erstmal so ein Tool hier in dieser Form. Das machen wir so dahin. Und dann können wir da eigentlich so hochfahren, oder? Hier einfach geradeaus und dann haben wir schöne Ausweiche. So sieht es auch gut aus. Und dann brauchen wir das noch, weil hier machen wir das weg. Das sah schon schäbig aus, ne? Und dann müssen wir hier noch ein Signal setzen. Setzen da noch eins hin. Und da noch eins hin, dann passt das schon. Jetzt ist hier eine bessere Ausweiche, denke ich. Sollte funktionieren, müssen wir nur abwarten, ne? Ja. Jetzt ist trotzdem noch nicht geklärt, aber Tante Mimi hatte geschrieben, ne, dass man den Zug vielleicht etwas verlängern könnte und dann die Bahnsteige auch verlängert. Das wäre natürlich auch noch möglich, aber ich habe dann gesagt, okay, ich würde gerne warten, bis ein neuer Zug kommt. Ich hatte letztens irgendwann mal nachgeguckt, bin mir aber jetzt gar nicht sicher, wann die kommen, ne? War das 38 oder vertue ich mich da? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm gerade. Ist aber jetzt auch nicht so ganz relevant. Der erste Zug kommt gleich.
da an. Okay, das wird noch dauern, bis der bei Neubrandenburg ist. Wenn der weg ist, ist der da. Okay. Wie sind denn die Abstände? Der fährt jetzt gerade da hoch und der fährt da hoch. Okay, das geht noch. Ich glaube, die Abstände sind einigermaßen okay noch. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Und das wird sich dann mit der Zeit hoffentlich ergeben hier. So, nächster Halt ist Gütersloh. Da stehen 49 Gargäste. Oh, jetzt haben wir natürlich was da geschafft mit Dingens. Das ist nicht so dolle. Signal schnell wegmachen. Das wegmachen, das wegmachen. Und dann die Lupe raus und da rein. Die wollen nach Neubrandenburg, Köln, Neubrandenburg. Bad Zwischenahn ist nach unten. Über zwei Brücken ist nach unten. Und Köln ist wieder nach oben. Okay, da sind jetzt... Okay, die fahren jetzt aber, kommen mit dem und fahren runter. Aber eigentlich, ja, der kommt jetzt aber auch hier gerade an, ne? Obwohl, der ist voll. Aber 26 steigen in Gütersloh aus. Ne, sogar mehr. 34 steigen in Gütersloh aus. Und die anderen fahren weiter. Alles passt. Und der fährt jetzt hier links, ne, oder? Ja. Nach Lüneburg-Rathaus mit 4 Passagieren. Oh, hier stehen sie. Hier sieht es auch nicht so schick aus. Gefällt mir auch nicht. Also die Linie müsste eigentlich hier weitergehen, ne? Der Zug. Das würde bedeuten hier lang. Lass uns das auch umbauen. Ich würde den nicht hoch, sondern runternehmen. Na, jetzt haben wir natürlich 10.000 in die Tonne gesetzt. Wie teuer ist das denn hier mit dem zu machen? Oh, es kostet 25.000. Ist ja noch teurer wie den ganzen Hügel absetzen. Aber jetzt machen wir das. Egal. Das waren jetzt 125.000. Und wir haben gerade mal 162.000. Okay, Geld. Ist jetzt nicht mehr viel da, sehen wir gerade. Ne? Da müssen wir aufpassen, sehe ich gerade. Okay, das heißt, was macht unsere Marge? Da haben wir schon lange nicht mal reingeguckt, ne? Boah, 256 Grad Miese. Okay, da hatte sie sich erholt, da ist sie negativ. Ah, hier lief sie eine ganze Zeit lang ganz gut, ne? Da haben wir bestimmt Züge gekauft. Und ja, die ist jetzt gerade ganz unten. Jetzt müsste man mal gucken, dass das besser wird. Vielleicht sollten wir mal nichts mehr kaufen gerade. Oh, ganz viele Leute sind da ausgestiegen wohl. Okay, der ist wieder voll. Und wie viele stehen noch? Zwei Brücken ist unten Köln, 8 sind oben. Okay, 8 Stück stehen da noch, aber der nächste Zug kommt ja hier schon. Der noch 8 hat, kriegt dann 16, aber es steigen 2 in Gütersloh aus. Sind dann 14, die da weiterfahren. Okay, ist jetzt nicht so berauschend. Aber insgesamt fährt er noch plus ein. Ist das jetzt der letzte Monat gewesen, der hier? Ne, das ist Jahresansicht. 230, wie alt ist denn der Monat? 18 Tage erst. Okay, das kann ja noch was werden. Gut. Rentiert sich das hier hinfahren? Momentan nicht. Hat der aber alle abgeholt, ne? Okay, da waren 9 Stück. Ah, das war eine ganze Zeit lang positiv hier. Jetzt ist es aber nicht mehr positiv. Jetzt stehen da keine mehr, ne? Also mit diesen Gebäuden, die es hier gibt, so wie die orthodoxe Kirche und hier die Burg, ist nicht immer so das Ideale, glaube. Das hier ist auch so eine Zugewinngeschichte, glaube. Vielleicht sollten wir die Kutsche abschaffen. Das fährt natürlich einer hin, ne? Aber die fährt 167 Miese ein. Aber naja, die fahren ja auch vielleicht weiter. Das war so unsere Geschichte mit, ne? Vielleicht lohnt sich's. Hier fahren noch 2 zur orthodoxen Kirche und 2 zum zweiten Bushaltestelle hier im Stadtverkehr. Hier sind 22 drin. Fährt aber plus. Vielleicht sollten wir mal die Fahrzeuge gerade an der Liste rausnehmen. Macht auch Sinn, ne? Fahrzeugliste. Und Gewinn. Und
171.157. Ja, das sind schon gute Zahlen eigentlich, ne? Und wer macht dies viele Minus? Dampflok, Adler, wo ist der? Lippstadt Hafen, ja, okay, weil das da auf der Insel ist. Da passiert nicht viel, ne? Da fährt jetzt zum Beispiel gerade keiner, ne? Hier ist nichts los. Das ist zu teuer vielleicht, oder? Aber wie sieht's hier aus? Okay, da fahren 10 nach Lippstadt. Das heißt, er kriegt gleich wieder Fahrgäste. 16.000 macht aber trotzdem miese, ne? Und das wird dann Erlangen vielleicht sein, oder was? Ah, ne, Willensdorf ist das. Das ist auf der anderen Insel hier. Und da fahren wie viel zur Burg? Ach, habe ich ja offen, ne? Keiner. Wie viel kommen von der Burg? Auch keiner. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Es war ziemlich gut, ist es aber nicht mehr. Knapp daneben ist auch vorbei, ne? Hier wollen wir hin. Da wartet noch nicht mal einer. Und jetzt fahren wir hier hin und hier stehen 12 Passagiere, die zum Rathaus wollen, okay? Okay, mit dem könnte man sogar noch leben, mit diesen 2000 Miesen, ne? Und dann gibt's hier Kutschen, die miese einfahren. Wo sind die denn alle? Willensdorf ist auch hier. Wo fährt denn hier noch eine Kutsche? Hier darf doch gar keine Kutsche mehr sein, oder? Wir haben das doch alles umgesetzt. Wo ist das? Zweibrückenkirche. Habe ich jetzt. Ach so, das ist hier, das gehört nach da oben und das gehört hier nach unten, okay. So, nochmal dann dahin. Ja, okay, das ist jetzt das Ding, was hier hochfährt. Da hatten wir eben drüber gesprochen, ne? Die macht viel miese da. Zweite, wo ist die? Na, die bringt hier die zur orthodoxen Kirche hier. Da steht auch nie einer, ne? Macht auch nicht wirklich Sinn, ne? Hier will keiner zur Kirche. Der fährt auch miese ein. Ist dann zu überlegen, die vielleicht auch loszuwerden, oder? Ah, der ist jetzt halb besetzt, der Zug. Und die anderen wollen hier weg, ne? Warte, das war jetzt verkehrt. Ah, die wollen mit dem Schiff darüber. Ich hätte jetzt auch mehr mit Schiffen gerechnet, dass die schlecht laufen hier, ne? Aber ist gar nicht so, ja? Da siehst du, ist 0, aber er hat 5000 plus gehabt da. Und er hier ist 0, hat aber auch 5000 plus. Die rentieren sich irgendwo, ne? Weil gleich kommt wieder eine Fuhre, wo dann alles hier ist. Wahrscheinlich hier, ja, guck, bei Reut, der wird zweimal voll sein. Und hier ist es, wie war das? Auch mindestens zweimal voll, ne? 16 nehmen noch da rein, oder? Ja. Und dann lohnt sich's wieder, ne? Bis der nächste Zug kommt, so ungefähr. Gewinnen. Haben wir. Und dann ist hier, das ist die dritte Kutsche jetzt hier noch. Die war da. Wo war die? Die war hier. Das ist zu der orthodoxen Kirche. Die zweite war wo? Ja, die war die orthodoxe Kirche. Und die dritte habe ich dir gar nicht eben erwischt. Die ist hier oben bei Erlangen, auch orthodoxe Kirche. Die sind die, die nichts bringen, ne? Und dann ist schon hier der Nächste, der macht jetzt hier einen Stadtverkehr in Willig. Das ist Zulieferverkehr in dem Sinne wieder, ne? Das wird mit der Zeit. Ja, müssen wir so lassen. Haben wir sonst noch was zu machen? Ich glaube... Ah, Haltestelle, ne? Welche ist denn die Nächste dann? Wartend haben wir schon... Neubrandenburg ist jetzt wieder voll, oder was? Ah, das wird hier angezeigt. So, jetzt kommt nach Gütersloh sind es jetzt 48. Ich hoffe, der fährt jetzt als nächstes dann nach Gütersloh, ne? Wo kommt der denn? Ah, der fährt aber nach Köln weiter. Das ist also der falsche Zug. Warte, da steht ja noch einer. Achso, ne, der fährt jetzt nach oben wieder weg, ne? Ja. 125, also hier ist noch eine Ungereimtheit, sag ich mal. Sind hier viele Umstiege, ne? Nach Gütersloh stehen jetzt hier schon 60. Und der fährt jetzt nach Köln weiter, ne? Achso, er fährt schon hier irgendwo. Das ist er. Ja, der fährt nach Köln. Vielleicht ist das mit der langen Linie doch nicht so gut. Da kommen die nächsten, die wollen auch noch nach Neubrandenburg in der anderen Richtung irgendwo.
Der Kölner Zug ist jetzt hier nicht gefragt. Die sind gefragt. Oh, warte mal, da steht einer und wartet mir zu lange dann. Und der ist schon mit 62 Passagieren. Okay, der lässt ein paar raus. Dann nimmt er auch da wieder welche mit, ne? Ah, okay. Wir stehen noch in Köln. Ah, Neubrandenburg sind hier nochmal 3 und da 6 sind 9er. Ah, die 9er müssen noch dahin. Und dann ist er eigentlich wieder abgeholt in Gütersloh oder für Gütersloh, die dann, ne? In Neubrandenburg. Schwierig. Vielleicht müssen wir mehr zweigleisig ausbauen hier. Warte mal, der stand jetzt. Ah, der springt immer bei Simotrans momentan. Wir müssten, glaube ich, hier ein bisschen mehr zweispurig haben. Ja, das ist jetzt natürlich hier schwierig, weil irgendwann verlängert sich der Bahnhof ja. Da müssen wir sowieso hier abtragen dann, ne? Ja. Ja, das wäre nachher hier sogar, ne? 15 ist hier. Aber nützt nichts. Es muss besser laufen. Hier fährt nur einer, ne? Und der hat Ausweichen. Voll geil, oder? Stehen denn hier noch welche? Lüneburg, Königsbrunn, ja. Ist der voll? Nö, die stehen da schon wieder dann. Okay. Ja, schwierig, ne? Na, guck, der hat 4 Passagiere da drin. Das ist hier richtig Betrieb in Köln. So, jetzt fährt der nämlich dahin und bis der da ist, wartet der ziemlich lange da. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir machen da mal nochmal ein paar Halte. Da sind ein paar Gleise zwischen, oder? 240.000, ein bisschen Geld haben wir ja noch. Warum der das hier so doof macht, ne? Das weiß ich auch noch nicht. Irgendwann haben wir den Fehler mal gehabt in einem älteren Spiel, ne? So, das ist schon mal besser, ne? Dann können wir da nämlich noch weiterfahren, bis der da ist, dann passt das schon mal. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Da kommt nämlich jetzt der nächste. Der müsste nämlich jetzt hier stehen bleiben, bis der hier ist. Und das braucht er jetzt, glaube ich, gar nicht. Der kann nämlich auch noch weiterfahren. Der muss gleich zwar auf den... Ach, der wartet jetzt tatsächlich nur auf den... Aber es liegt daran, dass ich das gerade erst gebaut habe, schätze ich mal. Da oben fährt einer rein. Hier haben wir genug Ausweichen gebaut. Hier sind auch genug Ausweichen. Na, hier haben wir angefangen und nicht zu Ende gebracht, ne? Aber das lassen wir erstmal so. Das kostet uns zu viel Geld, jetzt hier weiterzumachen. Wir müssen jetzt erst ein bisschen was ansammeln. Was macht denn hier unsere Marge? Monatsmarge. Ist das noch die richtige Marge? Mai? Ja. 117. Vielleicht lassen wir mal gerade ein bisschen schneller laufen, ne? Ah, ja, weil hier waren wir schon mal schlecht, ne? 76. Da waren wir richtig schlecht, sagen wir es mal so. Kommen wir denn da runter? Oder bleiben wir da drunter? Nein. Ich glaube, wir kommen höher, ne? Was haben wir da? 315.000. Das Geld wird da unten schon noch mehr, ne? So, 76 minus haben wir jetzt auf jeden Fall hinter uns gelassen. Das ist schon mal gut. Wir haben den 20. Mai. Ah. So doll sieht das jetzt noch nicht aus, dass das ins Plus kommt. Gesamtvermögen ist natürlich hier groß, ne? Mit 2,7 Millionen. Also da brauchen wir noch nicht mit Bankrott eine Angst haben, wenn der da ins Minus geht, aber. So, jetzt haben wir den 25. Mai und wir sind noch nicht bei null. Ich würde aber gerne wenigstens hier über dem letzten Monat noch sein. Doch, schaff mal über den Monat. Was haben wir jetzt?
29. Mai und wir sind drüber, oder? 1500 ist 13, okay. Müssen wir nochmal schneller laufen. Ja, wir kommen annähernd an die Null ran, ne? So, jetzt sind wir gleich bei 7,9. Wir haben noch ein bisschen Zeit da. So, 21, 22 Uhr. 5,6 haben wir jetzt hier. Das wird nicht 0 werden, leider. Ich glaube jetzt, wegen der 0 ist er da, glaube ich, hingesprungen. Jetzt, zack, ist er einen Monat rüber. Und da haben wir halt reichlich Minus erst, das ist klar. Gut, Juni läuft und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Doch, wir wissen, wir müssen jetzt gucken, dass wir das alles noch weiter optimieren. Das ist das Wichtigste, ne? Ein bisschen gucken, wo jetzt noch hier ein Häuschen dazukommt vielleicht. Dann müsste man die Bushaltestellen noch ausbauen, wenn es sein muss. Ja, hier ist natürlich, ja, das ist ein Knotenpunkt, der jetzt ziemlich schwierig ist, ne? Vielleicht sollten wir doch einen Zug irgendwie direkt nach Gütersloh fahren lassen, nur. Weil das sind schon wieder reichlich, ne? Wohl die 52 steigen um. Ist die Frage, wo sie hin umsteigen. Ja doch, wenn die umsteigen, dann fahren die nicht hier lang nach Lüneburg, sondern die fahren dann hier weiter runter. Das ist klar, das muss so sein, weil anders geht's ja nicht. Ja, jetzt hat er hier 16 zum Beispiel, ne? Und der auch. Da sind die Züge da gewesen und hier ist genug Futter zum Rübersetzen. Hier jetzt wieder. Hallo, lohnt sich jetzt gerade hier, oder? Ettlingen, Bayreuth, Bünde, über zwei Brücken sind drei. Will ich. Ne, das ist hier. Ettlingen ist, glaube ich, auch da lang, oder? Ne, Ettlingen ist der letzte Halt hier an dem System. Okay, der fährt jetzt gleich schon wieder ohne Passagiere weiter, ne? Lass mal gerade einmal nochmal schneller laufen. So, er hat wieder 16 und er hat nur 3, alles klar. Aber insgesamt gesehen, ja, wie wir haben wir gerade gesehen, 6000 plus. Das war eben, glaube ich, irgendwas bei 5000 und jetzt auch 6000 plus. Aber warte mal. Ja, da kommen die nächsten wieder. Das passt schon. Das passt schon mit den Schiffen da. Das kriegen wir schon hin. Hier stehen 9er, die nach unten wollen 3 und 6er wollen dann nach oben. Okay. Wird werden. Ich sag mal, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Kurz hier noch Einwohner. Jena, zwei Brücken, Köln. Ich hätte jetzt gedacht, Neubrandenburg ist größer und so. Ist Jena die größte Stadt? Okay, hat auch zwei Häuser. Bis dann, ciao!